So, hallo und herzlich willkommen zum letzten Lauf der Bridge Cars 2 Arena Eröffnung 1 Trophy. Wir sind hier heute am 26.07. in Donington, am Donington Park. Und ja, nicht bei dem schönen Wetter, wie wir es hier auf dem Bild sehen, sondern ja, bei Regen. Wir haben zuerst Regen, danach soll noch ein Gewitter kommen. Also, ja, nicht so doll, wie man es vielleicht ja, sich denkt. Auf jeden Fall haben wir einen Send vorne mit einer ja, überraschenden Pole 38.000 vor Lippert. Und ja, Dumas und Maldito sind punktgleich für die Fahrerwertung. Also wer da vor wem beendet, der ist dann auch direkt Meister. Und natürlich Sanking Lippert ist dann in Position 3 in der Fahrerwertung. Das alles jetzt gleich hier eben im Anschluss. Und ja, mal gucken, was dieses Regenrennen so alles bieten wird. Chaos oder dann doch langweilig. Wir werden sehen. Ich wünsche viel Spaß. So, das sind wir also nun, das Finale der, ja, Renault 1 Trophy. Es geht los und Senn von der Pole weg, die Überraschungspole hier beim Finale in Donington. Sieben Autos machen sich auf den Weg in Kurve 1. Wir sehen, Senn ist vorne, man meint die Tour mit dem guten und vor allem eigentlich mit dem Blitzstart nach vorne gekommen. Lippert hier im, ja, schwarz-grünen Fabrikat kann er erstmal verteidigen. Das Feld kommt erstmal an sich gesamt gut weg, ne? Das sieht man hier ganz schön. Alle Fahrzeuge fahren noch keines, hat sich gedreht und jetzt geht es eben in den Donington Flair. Man sieht, es schüttet wirklich ganz schön. Das ist ein normaler Regen. Gewitter soll kommen. Bin gespannt, wann. Es soll eigentlich so zu, ja, eigentlich schon zur vorderen Hälfte kommen, noch am Ende. Deswegen warten wir mal ab. Und ja, Senn führt vorne weg. Wir sind hier dran nach 40 Sekunden vor Lippert. Und ja, ich habe BW auf der dritten Position. Voraus in die beiden gelben Renaults. Und da hinten. Da hinten hat sich gerade fast wer gedreht, aber das haut noch alles hin. Und ja, natürlich die beiden hier, Dumas und vor allem fahrende Maldito, kämpfen um die Meisterschaft. Egal wo sie sind, der vordere ist dann nämlich Meister, denn sie sind Punkte gleich. 40 Punkte haben sie nämlich beide jetzt. Und ja, das heißt doch einiges. Und hier vorne ist es auch gerade ganz schön knapp. Senn, der ja mit 38.000 die Pole geholt hat, hier vor Lippert. Und ja, es wird ein Klassiker werden, denn wir sehen die Fahrzeuge oder die Fahrer geben, ja, stehen schon ganz schön quer und es bilden sich ja Pfützen im Laufe, ne? Der Regenschauer. Und ja, im Qualifying, vor einer Stunde Ortszeit, war es noch leichter Regen, es wird wohl jetzt immer mehr. Und es soll dann eben noch ein Gewitter kommen, abschließend. Und ja, warum nicht? Hatten jetzt wirklich sehr, sehr lange keinen Regen mehr. Und ja, die Kirsche, man sieht sie, ne, ist verdammt hoch, also, puh, das ist schon ganz schön. Gras, oh, und Sam mit dem Quersteher, Sand off track und jetzt kann Lippert hier vorbeiziehen. Sieht erstmal, ja doch, sieht danach aus. Lippert vorbei an Sand. Lippert übernimmt die Führung hier in diesem Rennen. Nachdem Sand dann den Fehler gemacht hat, auf den Körper quer kam. Schade, doofer Fehler. Das hätte auch nicht passieren, aber ist jetzt passiert und jetzt ist Sand auch schon wieder dran. Jetzt ist Sand schon wieder dran. Nein, doch nicht. Reicht nicht aus. Die Nummer 14, das ist Lippert, führt jetzt das Rennen an, aber ihr Bewegung kam im Hintergrund etwas näher. Abgeschlagen, Glück ganz hinten noch Wolf. Alpha Blatter auf der sechsten Position. Ja, leider, leider nur sieben Mons sind da ganz schön am Quer stehen. Leider nur sieben Piloten heute am Start, was ein Mitfahrerdusche von 10,3 am Ende rauskommt. Das ist, denke ich mal, völlig in Ordnung. Dafür, dass wir jetzt eben zweimal zu 12 waren. Eigentlich beim ersten Mal noch mehr. Oder ne, falsch, genau, 12 waren, genau. Gewesen wären. Und vor allem für diese kleine Meisterschaft, ne, das ist völlig okay, meiner Meinung nach. Hier fährt man halt schon unterschiedliche Linien, aber ja, Sam bleibt ganz schön gut dran. Ja, mal gucken, Rallycross können ja maximal 12 Teilnehmer. Bin ich gespannt, wie viel das sich immer letztendlich dann auch noch anmelden werden. Und Lippert dreht sich! Lippert dreht sich, sind wir jetzt entweder in Führung und ja, Doppelführung für VSR Racing und da ist jetzt Maldito auf der dritten Position und Lippert auf die 4 zurückgefallen. Ja, sehr spannend bisher. Also gab ja auch in dieser Meisterschaft bisher zwei unterschiedliche Sieger. Mal gucken, also mit den ersten beiden vorne wären wir da schon mal bei zwei neuen oder andere, halt eben anderen. Kann man das schaffen, dass man heute wirklich dann sagen kann, dass in den letzten
zwei Seasons, wir wirklich nur jeweils einen Sieger hatten, oder jeder hatte nur mindestens maximal einen Sieg, das wäre doch sehr toll. Und ja, warum nicht, ne? JPW auf der zweiten Position, wird da auch gerade so ein bisschen attackiert von Mighty Thor. Natürlich weiß Mighty Thor, dass er nur Vordummer sein muss, aber auch da ist natürlich ganz, ganz klar die Frage, ne, wie man es denn macht. So, und hier Autoverbleib mit dem Fehler, Wolf wieder vorbeigezogen. Am 77. Airborne Division Piloten, der auch bleiben möchte. Calypso möchte ja auch bleiben. Leider heute nicht anwesend aufgrund dieser Hitze, die wir ja trotzdem in Deutschland haben. Mit 42,6 Grad oder so ähnlich. Natürlich ist das ganz schön krass. Also das ist jetzt neben dem ACC-Event gestern das heißeste Rennen. Das hier ist jetzt wirklich auch das heißeste Rennen. Denn, soweit ich weiß, wurden... das ACC-Rennen ist das heißeste Liga-Rennen, genau. In unserer Story, das war jetzt auch Mai 2017 war das ja einmal mit 36 Grad und ich glaube 38 Spitze in Deutschland irgendwo da, so gesagt. Und seitdem gab es halt eben kein wirklich wärmeres Rennen mehr, zumindest nicht, wo es wirklich überall so warm war. Klar, wenn jetzt einer aus, ich sag mal, Saudi-Arabien mitfährt, dann ist es mir klar, dass es da wärmer ist, aber wenn man Deutschland so grob nimmt, ja, deswegen... ACC war schon krass, dazu kommt übrigens auch noch ein Highlight-Video, zumindest von den Highlights, die wir da haben und so. Und ja, mal gucken, auch da wird es natürlich die Revolution geben. Ja, und natürlich wundert es mich, dass ich in Gruppe 5 gemeint habe, so, ja komm, ne, neuer Livestream, Nico Thoman, den darf ich aber heute wirklich, ja, ärztlich entschuldigen, der ist leider erkrankt. Deswegen muss ich heute mal wieder einspringen. Letztes Mal war es ja aufgrund der Zeit, aufgrund des Fluges und vor zwei Wochen... wäre er ja da gewesen, aber da ging es eben nicht und schade, aber gut, auch trotzdem Livestreams soll es in der Zukunft geben, ab dem 9.8. wir haben jetzt wirklich zum ersten Mal ein bisschen Pause, nächste Woche wirklich so rein Revolution-artige Pause mal wieder nach ja fast einem ganzen Jahr eigentlich, das ist halt Weihnachten zumindest. Und ja, da wollen natürlich, oder sollen sich natürlich wieder alle Fahrer erstmal erholen, vor allem jetzt nur noch das Wetter genießen, das wir jetzt noch haben. Schade nur, dass das nächste Woche laut Wetterbericht zumindest in der südlichen Lage nicht so ganz warm werden soll. Ja, nur so 25 bis 28 Grad, aber auch das ist völlig in Ordnung. Und der, wie schon gesagt, nächste Woche ist eben die allgemeine Pause. AC ist davon aber nicht betroffen. Auch da ist nochmal zu sagen, dass das natürlich stattfinden wird. Aber natürlich, ja, urlaubsbedingt werden, denke ich mal, viele Leute auch trotzdem entfallen. Und ja, natürlich, Deutschland schwitzt hin und es ist hier nicht so in Donington, da fährt man im Regen. War es natürlich jetzt hier für uns natürlich mega gut, wäre aber gut, mein Gott, setzt man sich halt abends ins Auto und fährt nochmal eine Runde irgendwo hin, ne? Macht die Scheibe auf, tut die Hand raus und dann weiß man schon, was kalt ist, ne? Ja, aber trotzdem, auch ich schwitze hier für euch, deswegen entschuldigt bitte die normale Stimmlage und nicht irgendwelche Ausraster. Ja, es ist warm, man möchte auch nicht so ganz viel Energie reinstecken, denn es ist halt immer so, das Problem, was man hat, ist, dass man irgendwann mal dann wirklich ausgehen lockt ist und dann, ja, geht nichts mehr. Hier darf jetzt der Fehler von Mighty Thor und jetzt kann die PR vorbeiziehen. Zieht er vorbei, ja, macht er, wunderschön. Ness Manöver. Können wir vielleicht noch vollenden, den Satz. Sehr schön, die PR wieder vorbei an Mighty Thor. Und ja, jetzt hat er dann natürlich stärker sein. Oh, Mighty Thor dreht sich und nimmt auch einen Werbanner mit und da ist Dummer, der Teamkollege, und jetzt zieht Dummer vorbei. Somit wäre aktuell Dummer Meister, das gibt's doch nicht. Jetzt aktuell wäre Dummer Meister, das ist nämlich der Spannende dran. Das sind zwar zwei Teamkollegen, die sieht man auch im selben Auto, aber also trotzdem ist, ja, jetzt hat der eine gerade sich fast ruiniert. Warten wir mal ab, ob jetzt doch Dummer doch Meister wird. Das wäre natürlich auch eine sehr ja, coole Aktion. Beide würden ihre erste Meisterschaft holen, das ist klar, aber trotzdem die Frage immer noch, ne, wie man es denn macht. Und ja, Lepia ist schnell, sieht man auch hier, ne, halbe Sekunde oder knapp 4 Zehntel ist auch wieder gerade schneller als JBW. Da fährt er ja um die Pfütze rum, die wir gerade nicht so ganz sehen können. Naja, gut, und auch natürlich klar wird dann die Frage, ob man dann sagt, na komm, wir machen ein Project House Livestream, wie ich schon mal gesagt habe, das Replay raus, oder ob man sagt, komm, wir machen Premiere aus dem Video. Mal gucken, ne? Vielleicht machen wir wirklich ein paar Premiere draus, mal gucken. Livestream glaube ich eher nicht. Wäre eigentlich dann auch gestern noch in Frage gekommen beim ACC-Event, aber nein, das wollte dann nicht so ganz. Deswegen
Warten wir mal ab, was die Zukunft so Schönes bringt. Und ja, wenn ihr Kommentator technisch gut aufgestellt seid oder euch anbieten möchtet als Kommentator, dann meldet euch am besten unter virtualsimracing17@gmail.com. Ich wiederhole virtualsimracing17, also virtualsimracing dann 17@gmail.com. Wir suchen natürlich aktive Kommentatoren, die eben auch für kleines Trinkgeld oder für kleines Geld eben zu haben sind. Insbesondere wenn man ja hier sieht, ne, das geht hier 30 Minuten plus minus. Die ganzen anderen Sachen sind wir bei knapp einer Stunde. Ne? Da kann man nicht von riesen Beträgen sprechen, aber auch da, wenn man mal sagt, komm, man macht es so, ne? Race Room, Budget Cars, ne? Wenn nicht vielleicht noch andere Sachen, sagen wir mal drei Serien, ne, in der Woche, mal 4 Wochen berechnet. Ne, mal 5 Euro. Mal 3 sind 15 Euro in der Woche, mal 4 sind, ja, ist eine ganz schöne starke Geld eigentlich, ne? So für den Monat gesehen. Und dann wird das in 5 Euro bis 60 Euro und dann ist es schon, ne? Wie wenn man jetzt halt ein großes Angebot bekommen hat, ne? Für ein Rennen im Monat. Und ja, das Gewitter übrigens kehrt gerade ein, wir sehen es. Es schüttet ein bisschen heftiger und vor allem, es blitzt jetzt auch. Also Gewitter hier in Donnington zum Saisonfinale. Hier. 2018, 2019, Renault RS1 Trophy, der Prototyp, der eben nicht mehr, mit dem eben nicht mehr gefahren wird, den wir jetzt aber trotzdem auch gefahren haben und dem auch ganz toll ist. Kam ja also auch die Meldung, dass Project Cars 3 ja auch jetzt auch irgendwie bald seinen Release-Termin bekommen würde. Ich habe es ja schon mal abgeschätzt, so als ich sag mal Project Cars 2 Release-Daten-Experte, der habe ich aber das mit dem Einsam mitgemacht alles, auch mit abgefahren da, mit die ganzen Dinger damals auch. Grüße gehen raus übrigens an Herrn Duki. Und ja, rein an sich so gesehen, ja, das dauert noch ein bisschen. Also ich schätze mal so wirklich Februar 2020 könnten wir uns aber auf was einstellen. Natürlich können wir uns aber alle wieder verarschen und dann erstmal so nach dem Motto so, ja komm, ne, wir machen das halt, ne. So, also, und jetzt kommt es plötzlich raus. Also, wir selber haben jetzt schon mal bis, eigentlich Dezember, also bis zum Jahresende vorgeplant. Zwei von den drei ganz schön auch schon fest. Ja. Muss man halt gucken, ne? Irgendwas macht die Frage, ist dann natürlich dazu bei der GT3, ob man dann nicht sagt, wir fahren wirklich mal GTE. Also das wird sich noch herausschlagen, ob wir wirklich GT3 oder GTE fahren. Beides ist geil, aber um die Abwechslung eben zu bieten, mal schauen, ne? Könnte interessant werden. Und vor allem, was dann noch danach kommt und so weiter und so fort. So. Wie sieht es aus? Es sieht so aus, dass hier ist gleich ein Kampf entsteht. Hier unter Druck von Lipea hat natürlich auch, ich will nicht sagen, für sein Team die Aufgabe zu blockieren, das ist auf keinen Fall, aber denke mal, man möchte davon den Doppelsieg halten, ne, den man die aktuell erfahren will, was natürlich für die beiden auch zum ersten Mal der Fall wäre. Genau, zum ersten Mal in dem Fall. Und natürlich auch die beiden natürlich nochmal näher zusammenbringen würde. So, und das, oh, der Angriff von Lipea, der hängt ja wirklich schon knapp dran und ja, wir glaube ich, ja nee, der versucht glaube ich jetzt nicht in den Kurven hier, aber und er dreht sich weg, wenn wir die Kamera es auch einfangen würde. Und nein, sie fängt natürlich wieder nichts ein. Das ist das Problem an Project Cars 2 Kameras. Okay, aber zum Fehler von Lipea, also wieder Teil verloren. Ja, der ist ein bisschen zu aggressiv, finde ich. Also der, ja, könnte schnell fahren, aber macht ihn mir nicht so ganz, wie er es denn tun sollte. So, wir schauen mal zu Wolf, andere Lackierung. Ich muss mal ganz kurz was trinken, denn es ist hier drin scheiße warm in dieser Kommentatorenkabine. Das ist schlimm. Ich entschuldige die Einwegflaschgeräusche. Ist ja eigentlich so, ne, dass der Körper eigentlich, ne, was ich sag mal, Wärme, also was Warmes braucht, ne, eigentlich, um eben dann schwitzt er automatisch mehr. Aber es ist halt irgendwie so, ist es zwar in den meisten Fällen so, aber jetzt heute hatte ich das ja auch schon mal, wo ich hier in Donnington angekommen bin, ne, habe ich erst bei mir zweimal 1,5 Liter reingezogen und da habe ich irgendwie das nicht so verspürt, dass ich danach irgendwie schwitzen angefangen hätte. Also ich glaube, das hängt wirklich davon ab, ne? Ob du dich gerade wirklich runterkühlen kannst so ein bisschen, ne? Oder ob du wirklich dann so sagst, ja, jetzt muss ich wieder mehr arbeiten, jetzt muss ich wieder mehr schwitzen und so weiter. Nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass
du so oder so schwitzt und dann ne, das ganze, den ganzen Zyklus, den möchte ich jetzt hier nicht erklären, wir sind zum Rennen kommentieren da. Aber trotzdem natürlich ist es krass und deswegen auch die Fahreranzahl. Wir wären mindestens heute zu 9 gewesen, aber zwei Fahrer haben eben gesagt, nein, ich tue mir das nicht an, in dieser Hitze bei 40 Grad am PC zu sitzen. Und ist auch gut so, mein Gott, ne? Ist es alles so immer in der Sommersaison. Und jetzt fährt Jan die Kurve so ein bisschen anders da an. Und ja. Übrigens, was das Thema Cutting betrifft, haben wir hier in der Schikane, ich will nicht sagen, eine Ausnahme. Aber natürlich verliert man Zeit, wenn man da jetzt einmal sich durchs Kiesbett dreht und dann weiterfährt, ne? Und auch so wurde ja wieder viel geredet über Cutstrafen, ja, nein und so weiter. Und ich bin ganz klar der Meinung, nein, man sollte sie auslassen, weil erstens, wir haben halt eben auch Ausnahmen, klar. Und bei wirkliche Ausnahme, wo wir dann auch wirklich sagen, jo, da dürft ihr drüber cutten wie volle Kanne, ne? So ungefähr. Aber das Ding ist halt eben, die Track Limits, man kann sie einhalten, ja richtig, es geht. Aber weiß ich nicht, ist es halt eben für manche Fahrer dann doch eingeschränktes Racing und das ist halt das, was man eigentlich nicht haben möchte. So gesehen. Und ja, ich bin gespannt. Also, ja, kann man vielleicht so sagen. Mein Gott, das ist halt nur mal so, wie man es haben möchte, aber gut, meine Meinung, da gibt es natürlich noch andere Meinungen und ist völlig klar, dass man sich auch an die Cut-Sachen halten sollte, aber ja, was er dann in echt auch wieder mal abgehen wird, kann man halt dann hier nicht abmindern, das ist das Problem. Es wäre sehr cool, wenn ich wirklich so mit so einem Laserdetektor oder durch die Gegend rennen könnte, auf der Map und könnte oder auf der Strecke und könnte dann eben sagen, so, bis hierhin digitale Linie ziehen, ne? Oder GGF, wie es die Form 1 ja auch inzwischen macht, einfach wirklich dann mal was hinbauen, ne? Einfach irgendeinen Klotz hinstellen mit einem Pfeil nach links, aber wo rechts die Strecke ist und dann eben links wieder einordnen und so weiter. Das kann man leider nicht, das könnte man in der AC versuchen, das ginge da auch. Aber das machen wir einfach nicht und ja. Mal gucken, jetzt haben wir schon die Banner eingeführt. Dort, bin gespannt, wie es da weitergehen wird. So, die Hälfte ist auch schon vorbei, wunderbar, geht ja recht schnell heute, muss ja auch recht schnell gehen, denn aktuell passiert nicht so viel, außer dass Lipea wieder aufholt auf der BW hier. Und ja, Rallycross, ja, bin gespannt, ne, wie es da so wird, wir haben ja nur gerade mal 5 plus eine ausgewählte Strecke. Und ich glaube sogar Barcelona ist doppelt, kann das sein? Ich weiß gar nicht. Können ja mal ganz kurz nebenbei gucken, mir fällt gerade auf, dass da, ja, sehr cool. Hat sich jemand vertan, sehe ich gerade. Wir haben nämlich hier gerade Test auf Barcelona, das stimmt nicht so ganz. Wir haben Test auf Transage, naja gut, das müssen wir dann vielleicht noch abändern, wäre ganz sinnvoll. Ja genau, wir haben hier Barcelona, ich glaube dann haben wir noch Hell, Knockhill, Wildcrest und noch einen, der genau, Loac oder wie es heißt, in Frankreich, genau. Und eben das Testing auf Transage, wie auch schon letztes Jahr und ja, man möchte eben darauf zurückgreifen, angreifen, wie auch immer. Und ja, warum nicht, ne? Warum nicht? Und deswegen, ja, bin ich sehr gespannt, wie es da so eben weitergehen wird. Denn auch da sammelt man wieder in jedem Rennen Punkte für die Meisterschaft und so weiter. Und ja, wieso eigentlich nicht? Racing geht es ja auch weiter mit der WTCR, da auch hoffentlich live. Das ist auch noch sehr ausstehend, leider. Deswegen, also, Kommentatoren alles schön und gut, aber muss eben auch funktionieren und natürlich ja, geben wir uns mir was die ja und jetzt geht's einmal durchs Kies. Natürlich haben wir die Kommentator Möglichkeit und die wollen wir eben auch nutzen, ganz einfach, und das ist halt eben das, wo man manchmal dann ja an seine Grenzen kommt und es ist eben Gott sei Dank überall möglich und so soll es auch bleiben und ja, mein Gott. Der Rest könnte ja auch wirklich als Premiere dann eben kommen in Zukunft. Ist durchaus, ne, was wert, wenn es halt eben nicht gelöscht wird nach einem Jahr oder sowas ähnliches. Wäre halt schon wichtig und ja. Von da an, why not? Da können wir eure Meinung in die Kommentare schreiben, wenn das euch dieses Thema auch so interessiert. Wurde ja auch geschrieben, wo wir dann eben leider schreiben mussten, dass eben der Kommentator Thomann erkrankt ist. Nicht kommen oder kein Leistung geben wird, dann kam wirklich die Antwort Idiots VSR, also auf Englisch gesagt. Ja, ne? Gut, das ist mir klar, wenn man hier ein Leistung hat und dann kommt, dann wird diese halt nicht geschaltet, das ist halt schade. Aber gut, ja, in beim Summer Cup haben wir die Kollegen von Simsports TV oder TV finde ich irgendwie schöner, keine Ahnung, vor Ort, die das ja auf ihrem Channel dann machen. Es kommt dann dieses Mal, also für Zandvoort ist nicht direkt bei uns hoch, das dauert dann ein paar Tage leider. Aber in der Regel soll es eben schon kommen.
Und ja, die Übertragung, oder Dennis überträgt er dann auch wieder live, meine Güte. Und ja, von da an. Ja, da freuen wir schon mal drauf, dann eben live aus Stamford am kommenden Montag, den 29. Juli 2019. Und hier haben wir jetzt einen Angriff. Nein, haben wir nicht. Und ja, jeder geht hier wirklich über das Kiesberg gleich lang oder gleich gut durch. Von da an, why not? Da stand das Wolf. Auch mal sehr interessant. Hier läuft nicht so ganz viel, ich habe auch eine sehr stressige Woche. Und ja, zum Thema Formel 1 Stream, das ist ja auch im Gange. Und Formel 2 ist ja doch noch in Planung, auch so halt als nebenbei Attraktion. Bin ich auch gespannt, weil das wäre wirklich richtig cool, wenn wir wirklich so ein Rahmenprogramm hätten, ne? Und so weiter. Und ja, da gibt es natürlich viele verschiedene Konzepte, die man da eben wirklich anwählen kann. Und deswegen lassen wir uns mal überraschen, was die Zukunft da so bringt. Auch was natürlich AC betrifft, ne? Wo man natürlich auch gucken möchte, dass man dann dieses, dass die GT3 Liga dann wirklich, die GT3 Meisterschaft 19 eben wirklich die letzte bleiben wird, die eben so über das normale Kommentieren läuft, über das Video. TWM kommt ja auch bald, das hoffentlich das Final geht uns hoch. Und dann ist eben die Frage, Project Cars GT3 geht ja noch bis zum 3.9., dann wird es hoffentlich bis Ende September zu Ende sein, dann geht es ja da eben vermutlich auch mit Livestreams weiter. Zumindest ist es so angedacht, sage ich mal. Und ja, mal schauen, wie man da so fungiert, denn klar, dass mit Dennis ist alles so sehr, sehr toll gemacht und so weiter. Und das einzige Problem ist halt eben, dass wir es halt eben dann auf unserem Channel als Video erstens haben, zweitens dann eben nicht die Aufrufquelle haben und zweitens, ja genau, ihr merkt, es ist heiß. Und geht die gerade beide auf Dreck. Oh ey, die Klimaanlage macht meine Nase auch zu schaffen. Und das Problem ist halt eben leider auch, dass die Videoqualität natürlich deutlich gelindert wird, sag ich mal, oder ja, wird auch schon. Denn natürlich hast du dann einen Download, einen Upload, dann müssen wir es downloaden, rendern und dann nochmal uploaden. Also Berg- und Talfahrt so ungefähr. Und das ist eben das, was immer so ein bisschen, ja, ne, vermieden werden soll. Aber gut, mal gucken, wer hier im Budget Cars in Zukunft am Steuer sein wird, wird es David Schneider werden. Mal gucken, ich bin echt gespannt, auf was der junge Kollege drauf hat. Ich hoffe, dass er stattfindet, denn das ist nämlich das nächste Problem, das wir bei der Rallye Cross noch haben. Dass wir aktuell nämlich dann wirklich vom Grid 2, wo dann eben ja nicht nur einer, der die Replays saven kann, dann eben wirklich dann die hochladen muss und so weiter und das dann eben auch wirklich so passieren muss, wie es passieren muss. Oder passiert. Und das ist dann eben echt so, noch so eine schwierige Sache. Eben dafür, wenn dann mal wirklich das Stream ausfällt. Deswegen warten wir mal ab, was da so passieren wird. Und ja, wie schon gesagt, Racing ist wirklich, das war jetzt eigentlich recht gut aufgestellt. Das ist auch wieder mit der WTCR. Mit den aktuell angemeldeten 15 Piloten. Tendenz hoffentlich noch weiter steigend. Gerne auch voll, kein Problem. Das ist weitestgehend voll. Ja, keine Ahnung. Es ist halt irgendwie so, ja, wie soll ich es beschreiben? Wir haben die Möglichkeiten, ja richtig, aber irgendwie aktuell ja, geht da nicht so viel rum. Jetzt war die, meine Kollegin von SL Racing, ja gut, also ich will jetzt nicht sagen, dass Jan hier jede Runde cuttet, aber was willst du tun, wenn er ein Auto, ich wusste, mir wurde hier gerade mitgeteilt, dass Jan vor allem auch meldet und auch eigentlich viele andere oder alle anderen auch noch, dass das Auto wirklich da aufschwimmt. Und du dann wirklich in den letzten Momenten noch lenken kannst, bringt dir halt nichts, wenn du dich verbremst oder beziehungsweise halt eben wirklich schwimmst, ne? Ja, also Regenchaos in Donington schön anzugucken. Ja, zurück zum Project Cars, die Kollegen von SL Racing, und da ist Alphablatt in der Wand. Aber ich kann weiterfahren, hoffe ich zumindest, ja. Ja, die Kollegen von SL Racing, die haben leider zumindest, der eine hat leider keine Zeit dafür. Wir sind noch am gucken, dass wir dann noch jemanden von den Kollegen von RFVGT bekommen. Ich hoffe, dass das hinhaut, denn ja, wir wollen Leute vom Fach haben erstens und zweitens wollen wir eben ja, eine sehr, sehr schöne Meisterschaft oder eine sehr, sehr schön aussehende Meisterschaft haben, irgendwie so vom Äußeren her. Und ja, mal gucken, wie man das vereinbaren kann, ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, ob es vor allem eben wen gibt, der das eben machen möchte, auch vor allem erstmal. Und natürlich auch intern, ob es dann irgendwie gibt. Im Race ist natürlich das einfachste ever, weil du brauchst nur dieses Spiel runterladen, die HUD-Exe installieren und dann halt eben noch erklärt bekommen, wie das geht, und dann ganz einfach streamen, ja. Richtig, also
ja, es ist einfach, wenn auch alles gegeben ist und ja. WTC hat das muss geleistet werden, das ist wirklich die größte neben der DTM, der GT3, die Chance eben da erstens natürlich Leute anzulocken, potenziell, da seht ihr das, ne? Wie die Autos da aufstehen, du siehst du. Es sieht wirklich aus, als würde sich Jan wirklich jede Runde abkürzen wollen, aber das ist, denke ich mal, nicht so gemeint. Dann hier mal demonstrieren vielleicht. Aus der Sicht von Meditor. Oh, ich sehe gerade Cent, 5 Sekunden. Oh, da hat sich anscheinend gedreht. Müssen wir gleich mal hingucken, was denn da schon passiert ist. So, hier. Schwimmt, 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 schwimmt. Schwimmt nicht. Schwimmt, schwimmt. Ne? Ihr seht es. Meditor dreht sich auch weg. Du hast du keinen Grip. Und dann, ja, haben wir eben den Salat. So, und jetzt hier haben wir den Salat des Kampfes. Wunderbar. Wir neigen uns so langsam dem Saisonende zu. Und ja, ne, warum nicht? So, und ist eben die tolle Frage. Kampf ja und oder nein. Hier, was machen die beiden? Kampf aus Air Racing den Doppelsieg holen, ja oder nein? Oder kann die PA sich eben Position 2 ergattern? 5 Sekunden übrigens nach vorne, das ist auch, ne? Knapp, aber geht. Oh, und Jan dreht sich. Jan dreht sich und verliert den Doppel. Verliert die Doppelführung, das gibt's doch nicht. Libea, ja, wie soll ich sowas? Position 2, schade, sehr, sehr schade. Da hat VSR Racing jetzt quasi wieder alles leider verspielt. Und da haben wir den Führenden, der auch natürlich am Struggeln ist, alles nicht am Struggeln, das ist völlig klar. Bei diesen Bedingungen, auch mit dem Renault Prototypen oder wie auch immer man es nennen möchte. ja, keine leichte Aufgabe. So. Ich bin echt gespannt, ob eben der Kollege David Schneider das eben machen kann, weil auch klar, wir haben jetzt bisher noch nichts mit Human getestet, das ist ja auch noch ausstehend, klar, aber ja, der Test im Mugello, der kurzzeitige, der war ja nicht so erfolgreich, deswegen mal gucken und abwarten. Und ja, wie schon gesagt, das ist noch ein unbekanntes Terrain bei uns und nach unten, da haben wir eben noch nicht angetastet, so heißt. Und ja, deswegen warum nicht? AZU-Kurse-Kompetitionen haben wir natürlich auch gesucht, ne? Haben wir da übrigens inzwischen auch vor, wirklich drei VSR-Meets, ACC-Events eben zu machen. Und ja, mal gucken, was da dann eben so rauskommt dabei. Und send einmal durchs Kiesbett. Der weiß natürlich auch noch 3 Sekunden, Lipea und noch knapp über 3 Minuten. Ist noch nicht ganz gewonnen, ne? Auch wenn er jetzt das ganze Rennen lang geführt hat. Also das, ja, der schwimmt, das sieht man ja, ne? Das ist schlimm. Also ich freue mich ja schon, wenn wir wirklich so 1967er Autos fahren, ne? Und dann bei dem Wetter. Auf diesen alten Strecken. Das ist doch bestimmt was, was man mal tun könnte, oder? Mal gucken, es gibt ja wirklich so eine Wagenklasse, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber ich glaube Prototyp B All oder sowas, irgendwie so. Und ja, die sind wirklich richtig geil und ja, warum denn nicht, ne? Kann man vielleicht sagen. Das ist auf jeden Fall dann auch noch zu sehen und der Project Cars ist noch bei weitem nicht also ganz ausgespielt. Ich hoffe halt eben wirklich, dass sie den Content wirklich übernehmen und natürlich auch Neues hinzufügen, für dich klar. Mal gucken, ich bin echt gespannt, weil jetzt dann geht es ja auf. Er hat ja schon die neuen GT3 Autos. AC macht ja nichts mehr so Kunos-mäßig. Raceroom sagt nichts. Entschuldigung. Raceroom sagt nichts. Und genau, Kompetition hat er jetzt eben auch nur den Ding reingebracht, ne? Den Lexus, glaube ich, von der Blancpain halt, ne? Ich habe Schluck auf, ja moin. Sehr schön. Und ja, genau. Also wirklich nur R-Faktor und auch R-Faktor wurde mir inzwischen auch mal wieder mitgeteilt, was es da so für schöne Sachen gibt. Das ist auch da
Vielleicht auch bald was, aber ich glaube, wir müssen jetzt erstmal unsere Terrasse an sich angreifen, was Livestream betrifft, um da eben irgendwas zu machen. Und ja, wie langsam Sand durchfährt. Und nein, Sand dreht sich! Sand dreht sich und da ist jetzt Lippert, das gibt's doch nicht! Der Führende dreht sich und verliert erneut die Führung, oder? Konnte mir viel mehr, naja, ja, jetzt wird's lustig. Wir sind in der vorletzten Runde, liebe Zuschauer. In der vorletzten. Und hier geht's nochmal um die Wurst. Der Führende macht den Fehler und jetzt kann Lippea vielleicht doch noch seinen verdienten Sieg holen. Also er verdient. Ah, beide Fahrer hätten es verdient, aber. Ja, und das ist dann natürlich deutlich. Oh, die Gischtacke. Man musste wirklich wegfahren von allem. Und jetzt, ja, da wird aber auch ganz schön blockiert. Aber jetzt hier die Pfütze, da haben wir Verbremser von Sand. Aber ein ganz schön Verbremser. Und Lippea geht vorbei. Lippea geht in Führung hier. Und da hängt Sand ihm am Arsch. Aber es kann, bringt ihm nichts. Es bringt ihm nichts, denn Lippea ist vorbei in der letzten, vermutlich letzten Runde. Oder was passiert? Ja, wir sehen es jetzt nicht. Wir sehen, was der Cent blinkt. Okay. Warum denn das? Verunsicherung, Verärgerung über sich selbst, keine Ahnung. Hat sie jetzt wirklich das ganze Rennen geführt und jetzt in der letzten Runde, in der vorletzten Runde, ja, vorletzte Runde, den Sieg verspielt. Da merkst du auch mal, was da für eine Kraft dahinter hängt, ne? Mit dieser Pfütze, ne? Das ist schlimm. Das ist echt schlimm. Wir schalten mal zu Lippea. Hier jetzt auf die Kurve. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Und das war, der bremst doch viel zu spät. Ja, klar, Lippea geht weit. Und Sand aber auch. Aber Sand kann es halten und Lippea fährt weiter. Und was ist jetzt los? Jetzt und Jan dahinter aber auch so ein bisschen. Und Sand geht wieder, Sand vorbei. Sand vorbei an Lippea. Jetzt geht's hier durch die Kurve. Was macht Sand? Er fällt die komplette andere Linie. Und Lippea wird liegen gelassen. Und Lippea dreht sich weg in die Wand rein. So ein bisschen. Oh, was macht denn Jan da? Was macht denn Jan da? Oh, jetzt gehen sie beide raus. Und Sand gewinnt tatsächlich das letzte Rennen hier. Am 26. Juli 2019 in Donington. Das gibt's doch nicht. Überraschung. Damit wird er vermutlich nicht geändert haben. Und JPW feiert Position 2. Das gibt's doch nicht. Doppelsieg für VSR Racing. Zusammensetzung JPW und Sand, das gibt es nicht. Lippea abgeschlagen, meine nur Dritter. Und somit nur Vierter in der Fahrerwertung. Sand somit Dritter in der Fahrerwertung. Und natürlich dahinter, da ist Mighty Tor jetzt vorne. Das haben wir natürlich jetzt ganz liegen lassen. Ich entschuldige das, aber es ist typisch so Formel 1, ne? Kaum ist Hamilton Weltmeister, dann geht es auch zwischen Vettel und Bottas so ungefähr. Sehr schön. So, aber jetzt sieht es auch gut aus für Mighty Tor. Ist nämlich vor Doma, heißt es werden auch schon 2 Punkte am Ende, die eben dann das entscheiden würden. Einer der closesten Finishes auf jeden Fall, denke ich mal. Und ja, damit ist es klar. Mighty Tor ist der Renault RS1 Trophy Champion 2019. Oder ich denke mal, wird auch nur 2019 sein, dieser Cup hier, keine Ahnung. Herzlichen Glückwunsch an den Ungarn. Somit haben wir nach Zentrum Gruppe 5 wieder einen Ungarn vorne. Diesmal eben Mighty Tor, seine erste. Und Dumas, seine erste Vizemeisterschaft. Der wird vermutlich gerade so ein bisschen verärgert sein. Aber ja, doch, Tor sogar Donuts, auch nicht schlecht. Und das mitten aus der Chassis gerade schön so. So muss es sein. Wolf fährt noch, holt sich dann für mich die 6 und auf, aber eben die 7. Und ja, die beiden fahren im Parallelflug. Das war sie also nun, die RS01 Trophy. Und ich würde sagen, bis gleich zum Rennergebnis. Und ja, ne, das war toll. So, also. Auf der 4 dann eben meine Tor und Dummer, die beiden Meister, bis in der Vizemeister. Wolf wird 6 und auf, aber ja, holt sich P6 und damit glaube ich P7 in der Gesamtwertung. Das auch nochmal gut Punkte gemacht. Ja, das war es also nun. Die Trophy 10,3 Mitfahrerdurchschnitt nochmal viel, viel besser als die Gruppe 5, aber auch war halt einfach mehr los. Ganz einfach, mehr kann man vielleicht dazu auch nicht sagen. Und ja, jetzt kommt eben ja die Rallye raus. Ich würde mich doch da wieder von mir anschauen würde. Ich hoffe mal, dass der Kollege David Schneider dann eben auch übernehmen wird. Vollkommen. Bin ich gespannt, freue mich drauf. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ah ja, und am Anschluss folgen jetzt noch die Top 3 Interviews. Viel Spaß.
So, das Rennen ist vorbei. Wir hatten eine grandiose letzte Runde. P3, Lipea, Mighty Choice, the Translator, Hello Mighty. Ja, Lipea, his final lap. Ja, what can you say about his final lap in the race? Nicht das wundern, ja. Doch, schon gehört, na gut, das ergibt sich wahrscheinlich wieder. Aha. Hát, szomorúan vettem észre, hogy esős körülmények lesznek, mert szárazra készültünk. És hát a verseny eleje az viszonylag jól indult, viszont volt egy hibám. Azt utána sikerült behoznom. Hát az eső nagyon megnehezítette a dolgot, ugye a víztócsák miatt. Hát nem igazán erre számítottam. Kávé, jó? He said he had a good start, but then he had a mistake. We were practicing mainly for dry track, so the rain was a surprise, so to say. Mi volt az utolsó körös? Bocs, az lemaradt a Ó, hát az utolsó kör az... Hát... Gyors volt. Csak beibáztam. Tehát a féktávot elrontottam. Ja, igen, igen. So the last few laps he was pretty fast, but then he made a braking mistake at the chicane, and that's all, probably. Okay, in the end he's P4 in the championship with 33 points. How does he feel about that P4 in the drivers championship? Negyedik vagy a bajnokságban, milyen véleményed erről, vagy milyen érzéssel tölt el? Hát rosszal, mert harmadik szerettem volna lenni. So he had he wanted to be third, so it's not really a good point. Okay. Okay. Ja, willkommen zurück zu VSR Racing Pilot. Ja, JPW, schönen guten Tag. Hi. Ja, war ja auch für dich nochmal eine spannende Geschichte. Eigentlich für euch drei, alle da vorne. Ja, deine Eindrücke und vor allem, wie schwierig war diese Schikane, die sich ja doch zu einem Schwimmbad entwickelt hat. Ja, die Schikane, wie furchtbar, ich bin auch. Das war jetzt eine ehrliche Meinung, ne? Es war echt unglaublich. Ich habe es immer versucht, da irgendwie hinzukriegen, aber man lenkt ein, nichts passiert, man wartet, was passiert, aber bis meine Lenkung wieder greift, ist man schon im Kiesbett. Und ja, normal, meine einzige Strategie für Regenrennen ist einfach irgendwie durchkommen, konstant fahren, nicht zu viel riskieren, weil die anderen machen Fehler. Es ging dieses Rennen bloß nicht, weil ich eigentlich Lippe immer eine Sekunde hinter mir war. Ich muss also durchgehend pushen. Ja, er hat mich Fehler getrieben, habe mich gedreht, erst vorbeikommen. Ja gut, letzte Runde. Er hat vielleicht gemacht, ich bin mit deutlich mehr Schwung auf ihn zukommen, wollte in rein. Er hatte zugemacht. Ja, ich konnte leider nicht mehr rechtzeitig bremsen, hat ein bisschen rausgeschoben und da irgendwie dran vorbeigekommen. Okay. Ich muss aber ganz kurz gucken, weil ich jetzt die Tabelle ganz kurz zugemacht habe, wie viel du denn in der Fahrermeisterschaft jetzt am Ende noch geworden bist. Einen Moment. Du hast ja in dieser Saison P5 und nur P2 geholt, genau. Du bist am Ende Sechster, 2 Punkte hinter Trias und dann eben, ja, es ist generell nicht alles da recht close beisammen. P6 können wir gerade mal 2 Rennen, die anderen alle außer Trias vor dir haben alle Rennen bestritten. Wie siehst du das? Ja, ich bin mit dem, was ich geschafft habe, recht zufrieden. Vor allem der zweite Platz ist am Ende. Gut, dass ich 2 Drittel der Rennen nicht da bin, das ist halt schon einiges der Punkte, was da fehlt. Also so gesehen bin ich mit 6 echt zufrieden. Teammeisterschaft Platz 2. Also dafür, dass das erste Rennen ich auslassen musste, bin ich ist echt gut gelaufen. Okay. Ja, Dankeschön. Oh, danke. Ja, und auch ich kann dazu nur noch sagen, dass diese letzte Runde natürlich eine sehr Todessache war eigentlich, weil es ist halt einfach nur schlimm, wenn du in der letzten Runde, der vorletzten Runde deinen Platz da verlierst, ne, und dann eben guckst.
Und am Ende ist es dann plötzlich, er vor dir, dann guckst du noch, dann verbremst er sich, dann lässt er dich auch Gott sei Dank vorbei. Dann kommt die letzte Kurve, wo du dann auch über den Köpfer fahren musst, damit du eben nicht irgendwie dich drehst bei Aquaplaning und so weiter. Also es war wirklich ein spannendes Rennen. Die Pole hat mich auch sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe eigentlich nicht mit dem gerechnet, aber ich habe es nach der ersten Runde eigentlich schon gesehen, dass da irgendwas geht, mit, weil ich gerade mal 4 Zehntel hinter dem Rest war, quasi. Und ja, von da an, ja, bin mehr als zufrieden und ja, dann natürlich jetzt auch in der Masse ein Podest geholt zu haben, natürlich ein Sieg in dem Fall. Sehr schön. Und ja, P3 auch weiterhin fortfahren kann. Also, das hat man wirklich nur diese eine LMP-Meisterschaft dann mit P5. Ansonsten alles immer noch auf dem Podestbähne, glaube ich, soweit ich weiß. Und von da an passt es. Und es sind gerade mal 7 Punkte, ne? Also, wenn wir jetzt mal wirklich diese schlechte Rennen vom hier, Nürburgring, genau, mal wirklich ein bisschen upgraded, ne, so auf P4 oder sowas ähnliches, dann sind das recht mal schnell 4 Punkte mehr. Und dann ist man auch ganz, ganz schnell mal dran. Also, ich sag mal, so hätte ich mir angepackt und hätte ich die Leistung auch so wie heute in den anderen beiden Rennen gezeigt, dann wäre ich auf jeden Fall auch der Kandidat mit rum gewesen. Aber gut, jetzt hat Mighty auch eine Meisterschaft und ich bin schon, wie Rallycross wird. Und ja, Champagner, juhu! Ja, man sieht, die Fahrer freuen sich.